Mit der Elektrifizierung der Mobilität ergibt sich eine sehr grosse Chance. Mit einem Elektroauto kann man nicht nur von A nach B fahren, man kann auch Strom zwischenspeichern, insbesondere dezentral produzierten Solarstrom. Wir bei Santouville haben ein System entwickelt, um Solaranlage, Mobilität und Stromverbrauch ideal miteinander zu kombinieren. Und unsere bidirektionale Ladestation macht aus dem Elektroauto einen Energiespeicher. Wegen der bidirektionalen Elektromobilität wird das Energiemanagementsystem auf einmal sehr viel komplexer. Dank unserer App können unsere Nutzerinnen und Nutzer ihre Präferenzen angeben, sodass wir die Lademodi ganz genau so abstimmen können, dass möglichst viel lokal produzierter Solarstrom in den Elektroautos zwischengespeichert wird, ohne dass das Mobilitätsbedürfnis eingeschränkt wird. Unsere App hat man gerade direkt Übersicht über, wie viel Solarstrom das produziert wird, welcher Anteil das von dem Solarstrom ins Elektroauto geht, wie gross das der Verbrauch im Gebäude ist und das alles real-time. Zudem werden einem alle Ladestationen aufgezeigt und kann die Lademodi ganz einfach pro Ladestation verändern. Der grosse Vorteil von unserer App ist, dass man seine Präferenzen einmal angeben kann und das System übernimmt dann im Hintergrund alles Weitere. Und das funktioniert nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Mehrfamilienhäuser und sogar KMUs, die eine grössere Flotte haben. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und wollen mehr Unabhängigkeit von Öl und Gas, ist das ein ganz wesentlicher Teil der Lösung. Hier im Innovationspark Tenum nutzen wir die Santouville-Lösung, damit wir den Eigenstromverbrauch besser regulieren können und unseren Solarstrom, den wir hier produzieren, auch sinnvoll nutzen können. Was mich besonders überzeugt an der Santouville-App ist die Einfachheit. Und es gibt mir auch die Sicherheit, dass alle genug Strom im Auto haben. Ich glaube, mit diesem System haben wir etwas Einmaliges geschaffen, das nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer ein grosser Meilenstein ist, sondern auch für die ganze Elektromobilität und unsere zukünftige Stromversorgung.